Pardonnez-moi. Laissez-moi donc. Laissez-moi. Kommen Sie, meine Damen, ich zeige Ihnen meine Briefmarkensammlung. Gospodina, ich habe sehr Wichtiges mit Ihnen zu sprechen. So? Ich verbiete Ihnen, dass Sie Rossillon heiraten. Oh, Sie verbieten es? Dann gestatten Sie mir, dass ich Ihnen erzähle, warum Sie mir verbieten, dass ich Rossillon heiraten soll. Weil Sie mich lieben. Ich? Ja. Ha, ha, ha. Lachen Sie nicht so blöd. Ich habe keinen anderen Lacher. Ja, ich weiß. Sie verbieten es also? Ich und das Vaterland. Das Vaterland? Jawohl, Ihre 500 Millionen müssen im Lande bleiben. Mhm, gut, ich verstehe. Also gut, ich heirate Herrn von Rossillon. Nicht. Nicht. Rossillon. Nicht? Nicht. Ja, aber das Rendezvous im Pavillon... Ach, ich habe doch gar nicht das Rendezvous im Pavillon gehabt. Es war eine andere Dame. Eine andere Dame? Ja, eine verheiratete Dame. Und um sie aus einer recht peinlichen Situation zu retten, habe ich mich vorgeschoben. So bin ich nun einmal unfertig. Und das sagst du mir erst jetzt? Ja. Und ich bin grün und blau geworden vor Gift und Galle. So, warum denn? Weil ich dich liebe. Darum. So machen Sie doch schon endlich den Mund auf. Und sagen Sie mir schon, dass Sie mich lippen schweigen, süßen Galben, hab ich lieb. All die Schritte sagen bitte, hab mich lieb. Jeder Druck der Hände deutlich mir's beschrieb. Mir sagt klar, s'ist wahr, s'ist wahr, du hast mich lieb. Bei jedem Walzer schwingt, tanzt auch die Seele mit, es hüpft das Herzchen.
Also, Frau Glaber, ich heirate den Roussillon. Nicht! Dieu merci! Graf Danilowitsch, Sie sind ein diplomatisches Dame! Ja, aber wie kann sich nur eine Dame so kompromittieren? Frau Glaber ist für eine andere Dame eingetreten. Was? Für eine verheiratete Dame. Eine verheiratete Dame? Och, das kann nur meine Frau gewesen sein. Olga, wo bist du? Jens, was haben Sie denn da für einen reizenden Fächer? Der Fächer. Das ist meiner. Oh, die Schrift meiner Frau. Jetzt bin ich verloren. Jetzt wird mir alles klar. Na dann, ich lasse mich scheiden. Bin schon geschieden. Werte Frau, gestatten Sie, dass ich im Interesse meines Vaterlandes um Ihre Hand anhalte? Ich bin nämlich geschieden. Juju! Exzellenz, Ihr Antrag ehrt mich wirklich sehr. Aber ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie damit unserem Vaterland keinen guten Dienst erweisen. Denn laut Testament meines seligen Mannes verliere ich im Falle einer Wiederverheiratung mein gesamtes Vermögen. Hanna! Hanna! Du hast kein Geld? Nein, nix! Hanna! Geliebte Hanna! Ich liebe dich! Ja. Sie! Ich liebe sie! Ach, dich! Endlich! Er nimmt sie ohne Geld. Er war immer schon ein Idealist. Ah, nicht so ganz, Exzellenz, nicht so ganz. Denn laut Testament meines seligen Mannes verliere ich mein gesamtes Vermögen, weil es in den Besitz meines Mannes übergehen muss. So bin ich nun einmal. Und fertig! Hanna, ja, Hanna, ja. Ich hätte dich auch geheiratet, wenn du 800 Millionen gehabt hättest. Aber dieser Fächer hier. Na, so liest euch einmal, was ich darauf geschrieben. Aber ich bin eine anständige Frau. Verzeih, das habe ich nicht gewusst. Schuh, schuh. Ja, das Studium der Welt war schwer.